So, hallo und herzlich willkommen. Heute werde ich jetzt erstmal die Chroma 2 Kisten vorstellen, beziehungsweise die neuen Skins. Habe ich vorher gelesen und ich habe gedacht, so scheiße, Mann, ich habe mich so darauf gefreut. Ich habe gedacht, es kommt mit der nächsten Operation erst neue Skins. Aber jetzt haben sie eine Chroma 2 Kiste rausgehauen. Und die Skins, muss ich sagen, gefallen mir alle extrem gut. Wir gehen die gleich nochmal im Einzelnen durch, was ich davon denke. Ich werde anschließend noch 5 Kisten öffnen. Und heute Nachmittag eventuell nochmal 10 bis 15 als extra Case Opening. Ist zwar schweineteuer, die Kisten kosten derzeit ca. 8,30 €, Schlüssel normal 2,30 €. Aber ich muss einfach öffnen, ich muss da irgendwie ein paar rein gucken, was so rauskommt und keine Ahnung. Ja, einige gibt es bestimmt, die verstehen das, andere sagen: Okay, spinnst du, 8 Euro für eine Kiste. Jo, ist mir egal. Also, wir fangen mal an. Mit der AK-47 Elite Build. Ich finde, by the way, es gibt hier so geile Low-Skins, die extrem cool aussehen. Ja, also die AK hier zum Beispiel gefällt mir extrem gut. Als Star Trek würde ich die sogar spielen. Ich spiele gerade die Redline in Star Trek und da würde ich schon direkt sagen: Okay, die würde ich in Star Trek nehmen, weil die extrem cool aussieht. Preise sind okay. Sind natürlich jetzt noch ziemlich. Ja, können sich einfach verändern, sind die werden sich in den nächsten Wochen wahrscheinlich irgendwo einpendeln, je nach Seltenheit und natürlich auch, wie gut die Skins aussehen. AK finde ich auf jeden Fall richtig cool. Die Wellens finde ich auch extrem cool von der Optik. Generell gefallen mir blaue Skins nicht so, aber die hat auf jeden Fall einen richtig coolen Style. Preise, okay, gehe ich jetzt nicht auf jede ein. Die Desert Eagle Bronze Deko sieht auch ziemlich cool aus. Hat eine Ähnlichkeit mit der, ich weiß gerade, mit der Meteorite heißt die, glaube ich. Ist jetzt nicht so der Hammer, aber auf jeden Fall für einen Low Skin, also für einen blauen Skin, extrem cool. Armor Core finde ich auch ziemlich cool. Hier gefällt mir aber die rote, was ich habe, besser. Würde ich jetzt nicht unbedingt spielen. Aber gibt schlimmere Keys. Gut, Negev Manowar finde ich eigentlich eine coole Sache, an die AWP Manowar angelehnt. Aber ist halt eine Negev, ja. Sword of Shotgun Origami sieht cool aus, aber würde ich halt auch nicht spielen. Worm God finde ich ziemlich geil, die AWP, und werde ich wahrscheinlich auch mal gucken, wenn ich die kriege oder wie es sich halt ergibt, würde ich die auch spielen in Star Trek eventuell. Da habe ich jetzt auch gerade, glaube ich, die Pit Viper, die grüne. Auf jeden Fall gefällt die mir ziemlich cool mit dem Weiß und den Verschnörkelten drauf. Mach 7 Heat sieht extrem geil aus, die Heat. Sektion gefällt mir eh sehr gut. Spielen tut mir sehr eher wenig, zumindest ich, aber ja, sieht auf jeden Fall geil aus. Hier noch die CZ-75 Auto Pole Position. Finde ich jetzt nicht schlecht, sieht cool aus, aber auch eine Waffe, die ich eigentlich nicht spiele. Die OMP-45 Grand Prix ist okay. Okay vom Style, ja, mehr halt nicht. Ich habe eh die Fireblaze, die ich weiterhin spielen werde. Monkey Business finde ich eine lustige Idee, dass man eben so eine Banane in der Hand hat. Gefällt mir jetzt aber so persönlich von der Kiste am wenigsten. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Lustiger Gag, aber naja, gefällt mir nicht. Die Galil R Eco finde ich extrem cool. Mit dem Grün und dem Hell. Gefällt mir richtig gut. Ja, würde ich auf jeden Fall auch spielen. So, jetzt kommen wir in die hohen Regionen. Da wird es einem schon warm ums Herz. Die Dishin sieht auf jeden Fall cool aus. Jetzt nicht so was krass Besonderes. Ich denke auch, dass die im Preis wahrscheinlich fallen wird, beziehungsweise ja, fallen mehr oder weniger. Jetzt kommen wir natürlich zum absoluten Hammer, die Hyper Beast, ja. Das ist so eine, wo ich sage: Okay, die kommt halt eventuell echt auf ein Level wie die Hole oder wie die Knight. Hammer Optik, sieht richtig geil aus und ich denke, dass die halt auch extrem selten sein wird. Und hier steht auch schon No Price Data, das weist ja auch schon immer dahin, dass die wahrscheinlich extrem teuer ist. Die kostet normal schon in Factory New wahrscheinlich 374 €. Ja, wie gesagt, die Preise sind jetzt noch, können fallen oder eben nicht oder steigen, je nach Seltenheitsgrad. Und die sieht halt schon verdammt gut aus. Also die hat auf jeden Fall Potenzial in Richtung Hole und ähnliches. Denke ich mal. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall gefällt mir die definitiv am besten aus der Collection. So, dann haben wir noch die Neon Rider. Auch extrem teuer. Sieht auch, finde ich, extrem cool aus von den Farben. Also die würde ich auch definitiv spielen. Ja. Aber ist halt eine Mac 10. Spiele ich jetzt nicht so oft. Deswegen. Die Hyper Beast
wenn die, wo ich die gesehen habe, ich habe gedacht, so scheiße, okay, die brauche ich. Wer weiß, wann wir nachher reinlacken in die Kisten. Also ich werde jetzt gleich noch 5 öffnen. Und heute Nachmittag mit Mike dann nochmal mal sehen, wie viele, 10 bis 15. Wie gesagt, Preis gerade 8,30 plus Key sind wir bei über 10 Euro. Ist halt schon giftig, aber ich muss, wie gesagt, einfach nur ein paar öffnen. Und ich denke, viele verstehen das, viele werden es nicht verstehen und sagen, okay, ich warte, bis die Kisten wieder billiger werden. Kein Stress. Ich werde auf jeden Fall welche öffnen. Schreibt in die Kommentare, welche Skins ihr am geilsten findet und was ihr davon haltet generell. Ob ihr auch Kisten öffnet oder was ihr rausbekommen habt. Gebt einen Daumen hoch auf jeden Fall, um mich zu unterstützen. Und dann sehen wir uns gleich wieder beim kleinen Case Opening. Was ich mir oft hätte, wäre die Anarchie halt natürlich, dass ich da, dass die kommt. Aber wer weiß, was mit der neuen Operation kommt. Da bin ich auch schon extrem gespannt drauf. Und ja, ich will es jetzt nicht länger erzählen. Ich könnte reden ohne Ende, aber wir sehen uns gleich wieder. So, hier sind wir zurück. Wie gesagt, noch 5 Kisten zum Öffnen. Heute Nachmittag kommt eventuell mehr. Wenn ihr mehr sehen wollt, gebt doch bitte auch einen Daumen hoch, um mich zu unterstützen. Würde mich riesig freuen. So, dann will ich gar nicht lange rummachen. Ich werde jetzt die erste öffnen. Oh, wenn ich die Skins nun sehe, ich bin so aufgeregt. Ohne Scheiß, Mann. Ist richtig krass und... Oh Gott. Okay, ich fange jetzt einfach an, sonst wird es nichts. Reinlacken, mehr oder weniger. Ich hoffe mir jetzt nicht so viel. Dreht. Oh, nice. Direkt der Desert Eagle Star Trek. Okay. Fängt okay an. Groß von. Okay, die sieht ziemlich abgeranzt aus, aber ist mir egal. Ich bin jetzt überhaupt nicht auf Profit aus. Es geht auch, glaube ich, fast gar nicht. Da müsste ich schon extrem reinlacken. Bei, wie gesagt, ca. 10 Euro pro Kiste. Aber wir machen direkt weiter. Hat ja gar nicht so schlecht angefangen mit der Desert Eagle Star Trek. Wer weiß, was noch kommt. Und generell ist mir eigentlich jetzt fast jeder Skin lieb. Außer der. Eine muss immer reinkacken. Sieht auch schon cool aus, muss man ja sagen. Werde ich jetzt natürlich auch spielen, mit Sicherheit. Aber, wie gesagt, so, hier unten in die Region wäre es natürlich mega, ja. Ich habe ja auch schon gesagt, und beziehungsweise ich habe jetzt in den letzten Kisten so wenig Glück gehabt, dass ich jetzt mir hier vielleicht ein bisschen Glück erhoffe. Auch jetzt heute Nachmittag, wenn ich die Kisten öffne, so eine Hyperbeast wäre halt mega extra. Oh, bitte, bitte bleib stehen. Fuck, Mann. Okay, das wäre mega gewesen. Star Trek Elite Build, Mann. Fuck. Ich glaube, hier ist am Anfang echt noch Gabe Luck am Start. Jetzt habe ich halt die Armor-Core nochmal. Okay, fuck, Mann. Die AK wäre mega gewesen. Da hätte ich... Alter, Mann. Da hätte ich schon wieder reingelackt. Ah, ich bin... Ich laber so einen Scheiß. Ich bin so aufgeregt, Mann. Ohne Scheiß, ey. Oh, fuck. Shit. Okay, die AWP. Alter, ich schwör's euch, Mann. Entweder lacken wir nachmittags so richtig rein oder wir kriegen halt richtig Kacke raus. Gleich mal gucken, was die Sachen nochmal so wert sind. Boah, komm jetzt bitte. Letzte Kiste, Game Luck. Hier 10 Euro ein bisschen investiert. Oder auch nicht. Schade, hätte wieder die abgesägte Schrotflinte Star Trek sein können. Jetzt haben wir die Desert Eagle nochmal. Die werde ich auf jeden Fall spielen. Die werde ich gleich ausrüsten. Was ist die denn im Markt gerade wert? Die Desert Eagle Star Trek. Okay, ist stark runtergegangen. 4,22. Okay. Wie gesagt, kein Stress. Ich war jetzt hier auch nicht auf Profit aus. War auf jeden Fall okay. Hätte ich die AK Star Trek bekommen, wäre es natürlich extrem cool gewesen. Und die AWP. Warm wäre auch mega gewesen. So, okay. Jetzt machen wir mal Schluss. Und ich hoffe, wir sehen uns nachher wieder. Gebt einen Daumen hoch, wie gesagt. Wenn ihr mich unterstützen wollt, würde mich riesig freuen. Lasst ein Abo da, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.